Ich wollte immer Unternehmensberater werden. Und das war so mein Ziel. Und jetzt coache ich Startups, helfe Gründern oder trete halt als Keynote-Speaker auf. Und was ich aber wichtig finde, wenn man da so drüber nachdenkt, in jeder dieser Lebensphasen hat sich für mich immer irgendwie was verändert und immer irgendwas anderes. Vielleicht habe ich in 10 Jahren eine Surfschule, vielleicht habe ich in 20 Jahren einen Kiosk, was auch immer. Aber das ist doch völlig in Ordnung. Ich finde das super, einen Traum zu haben und dem so hinterher zu jagen, aber ich finde es genauso wichtig, dass wir das auch mal annehmen, unsere Träume ein Stück weit zu ändern. Ich habe vor einer Woche mal meinen Keller zu Hause aufgeräumt und ich glaube, das hat jeder von euch auch mal irgendwann getan und irgendwann mal gemacht. Und ich habe so verschiedene Produkte gefunden, oder das sollte jeder mal gemacht haben. Ich habe verschiedene Sachen gefunden und über die Sachen möchte ich heute ganz gerne reden. Und das erste, was ich gefunden habe, was ich super cool finde, ist so ein Schulfreundinnen- und Schulfreunde-Buch. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ihr hattet auch Freunde? Dann hat man so ein Ding eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Es ist alles offen hier noch zwischen uns in den ersten Minuten. Und ich muss sagen, ich finde das super. Und ich habe da mal so ein bisschen durchgeblättert. Hier gibt es richtig coole Sachen. Zum Beispiel kann man seinen Fingerabdruck da reindrücken. Datenschutzrechtlich heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Aber diese Schulfreunde-Bücher, finde ich, die haben richtig was ausgemacht. Und das Thema meiner kleinen Präsentation ist in erster Linie, deine Zukunft bist du. Weil als ich meinen Keller aufgeräumt habe, habe ich halt verschiedene Sachen gefunden und habe unter anderem dieses Buch und habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was haben die Leute denn da reingeschrieben? Was haben die denn da eingetragen? Und ich habe mal ein paar Screenshots mitgebracht. Einer hat reingeschrieben, ich möchte gerne im Delfinarium arbeiten. Als BWLer würde ich sagen, okay, wie viele Delfinarien gibt es in Deutschland? 10? Wie viele Leute arbeiten da? 5? Hör mal, Junge, was ist mit dir? Wie soll das funktionieren? Ja, 50 Stellen und du sollst eine davon kriegen? Das wird schwierig. Dann, ich möchte gerne Ballettlehrerin werden. Nicht Balletttänzerin, sondern ich will anderen das beibringen. Balletttänzerin. Was haben Lehrer immer da reingeschrieben? Haben wir Lehrer? Gibt es hier Lehrer? Outen, einmal outen, ich weiß, es tut weh. Sehr schön. Was haben Lehrer da reingeschrieben? Lehrer haben reingeschrieben, ich möchte Lehrer bleiben. Geil. Geil. Finde ich gut, finde ich super, finde ich super. Ich habe mal eine Freundin von mir gefragt und gesagt, wie ist das denn heute in der Schule? Was schreiben die Kinder denn da rein? Wollen die immer noch Polizist, Astronaut oder irgendwas werden? Und habe auch davon mal ein paar Screenshots mitgebracht. Und das erste, Topmodel. Ja, mag Versteck spielen. Ein oder andere Rechtschreibfehler ist dabei. Ja. Versteckspielen und Topmodel. Also ich will nicht Model werden, ich will Topmodel werden. Was ich auch super finde, ist Driver. Geil. Der möchte gerne Driver später werden. Finde ich doch, ist doch eine tolle Sache, Driver zu werden. Man muss natürlich erstmal ein bisschen überlegen, was ist das denn eigentlich genau? Und so zu meiner Zeit, wenn ich so zurückdenke, meiner Schulzeit, da wollten die Mädels immer Prinzessin werden. Aber heute nicht mehr. Heute wollen die Königin werden. Es geht immer mehr. Es geht immer mehr. Was ich aber so super daran finde, ist einfach diese Vorstellung, dass als wir Kinder waren, wir lachen jetzt darüber, aber um es kurz einmal ernsthaft zu sagen, damals als Kinder haben wir uns noch kein einziges Limit gesetzt. Das Mädel hat da reingeschrieben, ich will Königin werden. Warum? Ich bin zwar nicht adlig, ne, lebe auch in einer normalen Reihenhauswohnung, aber warum kann ich nicht Königin werden? Ja, und diese Limits haben wir uns als Kinder nie gesetzt. Und ich habe dann mal weiter im Keller bei mir ein bisschen weiter gesucht, habe dann natürlich noch ein paar andere schöne Sachen gefunden. Es wird jetzt so ein bisschen persönlich. Ich würde Sie bitten, auch dann oder euch bitten, nicht unbedingt zu lachen. Ja, aber ich habe mal ein paar Bilder von mir mitgebracht. Und ein Bild, was ich zum Beispiel gefunden habe, als ich klein war, ich hatte immer so einen Frosch auf dem Auge. Gibt es noch andere, die so geschielt haben wie ich? Ja, sehr geil. Ja. Und Als ich klein war, da wollte ich immer, das ist jetzt so ein Wort, wenn man wie ich aus Köln kommt oder aus der Nähe von Köln und im Rheinland aufgewachsen ist, ich wollte immer Archäologe werden. Archäologe. Oder ein Fischgeschäft. Ich hätte gerne ein Fischgeschäft gehabt. Aber irgendwann bin ich natürlich älter geworden und habe mir dann überlegt, okay, was wird aus dir, Felix? So als Teenager, so als man gerade den Führerschein gemacht hat. Und ich selber habe immer gedacht, ich würde gerne Gangster werden. Ich fand Gangster immer geil. Das ist so ein ungestelltes Foto bei meinen Eltern im Garten. Ich finde, das sieht super aus. Also total. Ich hatte so ein Lupo, 45 PS, tiefer gelegt.
Ich hatte so eine Unterbodenbeleuchtung, wer sich so ein bisschen mit Autos auskennt. Ne? Ich hatte einen ziemlich fetten Auspuff, habe auch so ein Loch da reingebohrt, dann sind die immer ein bisschen lauter. Und vorne auf der Scheibe stand No 4. Ja. Wer das jetzt heute auch immer noch hat, super. Aber damals wollte ich persönlich immer Gangster werden, weil es kam eine neue Zeit in meinem Leben und ein neues Ziel. Ich finde es super, in seinem Leben einen Fokus zu haben, aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Unsere Träume, unsere Vorstellungen, unsere Ziele ändern sich nun mal. Und das tun die auch in jungen Jahren ganz häufig. Was war mein nächstes Ziel? Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf eigentlich und unsere nächste Großstadt war Düsseldorf. Und mein persönliches Ziel war natürlich, ich möchte gerne schmieriger Unternehmensberater in Düsseldorf werden. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wir wohnen in der Nähe von Holland. In Holland, da können Sie Gel in so Dingern kaufen. Die sind immer grün, rot oder gelb, kosten 2 €. Wenn Sie das so ein Jahr lang benutzen, haben Sie auch keine Haare mehr. Aber super. Ich wollte immer Unternehmensberater werden. Und das war so mein Ziel. Und jetzt coache ich Startups, helfe Gründern oder trete halt als Keynote-Speaker auf. Und was ich aber wichtig finde, wenn man da so drüber nachdenkt, in jeder dieser Lebensphasen hat sich für mich immer irgendwie was verändert und immer irgendwas anderes. Vielleicht habe ich in 10 Jahren eine Surfschule, vielleicht habe ich in 20 Jahren einen Kiosk, was auch immer, aber das ist doch völlig in Ordnung. Ich finde das super, einen Traum zu haben und dem so hinterher zu jagen, aber ich finde es genauso wichtig, dass wir das auch mal annehmen, unsere Träume ein Stück weit zu ändern. Was ich dazu ganz schön finde, das habe ich auch in dem Keller gefunden, also ich war so Ewigkeiten in dem Keller, ich habe es extra mitgebracht. Ich hoffe, ihr kriegt auch so Gänsehaut wie ich. Ein Nokia 3210, Wahnsinn! Dieses Teil, das war doch der Hit. Ich konnte 20 SMS abspeichern. So viele Leute kannte ich gar nicht. Rufnummern. Aber das Beste war doch das hier. Wer hat denn jemals sein Display bei einem Nokia getauscht? Ich habe das Ding aufgehoben. Ich habe doch nie darüber nachgedacht, dass das kaputt geht. Wahnsinn. Das Schöne daran ist aber, wenn man mal darüber... Und Snake. Also alle, die heute sagen, die Kinder hängen heutzutage nur noch an ihren Handys. Ey, ich habe von morgens bis abends Snake gespielt. Bis das ganze Display voll war mit der Schlange. Aber das Interessante daran ist, Marktstart 1999, das ist nicht einmal 20 Jahre her, dass dieses Handy auf den Markt gekommen ist. Und denkt doch mal darüber nach, was in diesen 20 Jahren alles passiert ist. Innovation, Digitalisierung, was man machen und tun kann und was in den nächsten 20 Jahren passiert. Und es ist völlig in Ordnung, wenn sich unsere Vorstellungen und Träume ein Stück weit ändern. Ja, zum Thema Essen. Ich habe im Dezember mit meinen Mitarbeitern eine Weihnachtsfeier gefeiert. Und Weihnachtsfeier ist super, aber nicht, wenn man der Chef ist. Weil erstens muss man sich benehmen und zweitens, man ist ja derjenige, der das Zeugs nachher bezahlen muss. Und heutzutage, jetzt mal unter uns, meine Mitarbeiter sind alle nicht da, aber früher haben die Leute halt Bier und Wein getrunken. Heute trinkt jeder Gin Tonic. Mit Tanqueray, Bombay, dem Tonic und dann hier Hibiskusblüte noch oben rein, als ob die irgendeiner rausschmeckt. Egal. Ja, ich habe 2 so Programmierer, die waren den ganzen Abend Gin Tonic. Gin Tonic kostet ja auch nicht 2 €, das kostet ja eher 10 €. Die haben die ganze Zeit Gin Tonic getrunken und irgendwann dachte ich, okay, jetzt ist das Ding endlich zu Ende. Die Weihnachtsfeier, ich weiß, das darf man nicht sagen, Mitarbeiterbindung, agile Arbeitsmethoden. Ja, gibt's bei uns nicht. Ich bin dieser rote Typ vom Anfang, Diktatorship. Ja. Ja. Also keine Bewerbungen im Nachgang bitte schicken. Kein Interesse. Und dann gab es aber den Auftritt des besten Kellners, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und jeder, der sich hier für Vertrieb interessiert, kann daraus was mitnehmen. Wir waren alle pappsatt. Ich dachte, oh Gott, jetzt brauche ich beide Kreditkarten. Naja, komm, egal, Hauptsache das Ding ist jetzt hier zu Ende. Und dann kam der Kellner und sagte dann, und hat's geschmeckt? Ich so, ja, hat geschmeckt, Sie können die Rechnung fertig machen. Warten Sie. Ich liebe das, wenn jemand dann so langsam mit mir redet, da bin ich völlig verrückt. Sehen Sie dort drüben in der Küche meine Frau stehen? Dann guckte die Frau und winkte und ich dachte, okay, was passiert jetzt? Meine Frau ist heute extra für Sie auf den Wochenmarkt gefahren und hat für Sie frische Haselnüsse gekauft. Sie war danach noch im Großhandel und hat frische Kuvertüre geholt und hat den ganzen Tag in der Küche gestanden, um extra für Sie einen original afghanischen Schokoladenkuchen zu backen. Dachte ich, ja, und jetzt? Und ja. Die Frau war die ganze Zeit am Winken und dann sagte ich so, okay, gut. Und dann sagte er, ja, und wer von Ihnen möchte denn jetzt so ein Stück von diesem Schokoladenkuchen, den meine Frau extra für Sie heute gebacken hat?
Ja, alle meine Mitarbeiter so, ja. Und kann ich auch noch einen Gin Tonic? Können Sie mir auch noch einen Gin Tonic bringen? Ja. Super. Super. Ja, und dann brachte er das und Wahnsinn, ungelogen, 8,50 Euro ein Stück. Ein Stück für den Schokoladenkuchen. Und ich habe gedacht, hör mal, Jung, du bist Vertriebler, ich bin Vertriebler, mich kriegst du nicht mit deiner Masche. Und dann sagte er einen Satz zu mir und sagte, und wenn Sie diesen Schokoladenkuchen nicht gegessen haben, dann waren Sie auch nicht afghanisch essen. Und ich bin so jemand, ich habe so eine Liste, ich hake alles ab. So. Und ich sah mich, ich hoffe, irgendjemand kann das hier so nachvollziehen, dieses krankhafte Denken. Und ich sah mich, wie ich da mit dem Stift sitze und sage, nein, ich darf das nicht abhaken, weil ich habe nicht den Kuchen gegessen. Ja. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, ich merke auch die ganze Zeit, ich wechsle immer zwischen du und sie, das macht, verwirrt mich selber. Also, ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, was hat das jetzt schon wieder mit dieser komischen Kellergeschichte zu tun? Aber der Kellner war der Eigentümer seines eigenen Ladens. Und obwohl der in einer Lage war, die extrem schwierig ist, hat er alles dafür getan und alles dafür zu geben, ja, mit seiner Vertriebstaktik sein Geschäft erfolgreich zu machen. Der hat alles dafür getan und gegeben. Normalerweise hätte jeder gesagt, die kaufen eh nichts mehr. Aber er hat dafür gebrannt und hat alles dafür getan. Und ein anderes schönes Beispiel ist, jetzt können Sie mal, machen wir mal so ein bisschen interaktive Mitarbeit. Ein anderes schönes Beispiel, ich habe zuletzt eine professionelle Matratze gekauft. Ich hoffe, ihr habt auch schon mal professionelle Matratzen gekauft. Damit meine ich jetzt nicht IKEA, ja, sondern diese Matratzenfachgeschäfte. Wenn jemand in so einem Laden arbeitet, dann ganz kurz eben mal einmal weghören. Das sind diese Dinger, da stehen draußen immer die Matratzen, die stehen draußen auf der Straße im Dreck. Super, wirkt total professionell und immer alles ist so gelb und rot. Und dann bin ich in so einen Laden gegangen, dann kam mir so eine sehr sympathische junge Dame entgegen, sehr hübsch auch, war so am Lächeln, kam mir so entgegen und sagte so, Sie suchen eine Matratze? Ja, und dann, nee, ah, ah, scheiße. Ja. Nein, 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 das ist nicht beabsichtigt. Das ist nicht beabsichtigt. Na, das macht jetzt mal ein... Verständlich. Stuttgart. Also, und dann sagte die, ja, da habe ich mal zwei, drei Fragen. Da habe ich gesagt, ja, was haben Sie denn für Fragen? Sagte die, ja, Frage Nummer eins, bitte einmal mitmachen. Schlafen Sie auf dem Rücken, auf dem Bauch oder auf der Seite? Da habe ich gesagt, ja, also wenn ich abends einschlafe, dann schlafe ich auf dem Rücken, nachts schlafe ich auf der Seite und dann morgens, wenn ich manchmal wach werde, da erwische ich mich, ich bin ein richtiger Halunke, dann erwische ich mich manchmal, wie ich auf dem Bauch wach werde. Ja. Die Dame guckte mich an, so nach dem Motto, okay, falsche Antwort, egal. Nächste Frage. Schlafen Sie derzeit auf einer Federkernmatratze, auf einer Taschenfederkernmatratze, auf einer Kaltschaummatratze oder auf einer Latexmatratze? Ich wusste gar nicht, dass es Latexmatratzen gibt, was auch immer das ist. Und da habe ich gesagt, die ist von IKEA. Ja, da gibt es nicht nur eine Art von Matratze. Ich so, okay, gut. Letzte Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, Stuttgart. Wie viele Latten... Wie viele Latten hat Ihr derzeitiges Lattenrost? Ey, hallo? Wie? Ich habe jetzt rausgefunden, meistens sind es gerade Zahlen, mehr weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, ich bin so aus dieser individuellen Vertriebsberatung so rausgeschossen an der Seite. Und dann machen Sie diesen, in so einem Matratzenfachgeschäft, machen Sie diesen Liegetest. Ganz wichtig, da liegt vorne so eine Plastikfolie, wo Sie mit Ihren Schuhen drauf müssen. Sie müssen aber mit Ihrem Körper da liegen, wo alle liegen. Hauptsache, die Matratze wird nicht dreckig. Das kann doch nicht sein. Was ist das für ein Vertrieb? Also ist ein Startup hingegangen und hat Folgendes gemacht. Und hat gesagt, wir machen Matratzen. Und zwar wie viele? Eine. Eine einzige Matratze. Weil wir so verrückte Kunden haben wie mich, die von sowas völlig überfordert sind und keine Ahnung haben. Ich mache mir für alles Excel-Listen. Ich bin ja dieser rote Typ, ich muss alles super organisieren. Ich mache dann diese Excel-Liste, rechne mir selber mit einem Algorithmus aus, welche Matratze die beste ist. Und für mich gab es keine. Und die machen nur eine Matratze. Die hatten also den Willen und den Mut, und den muss man haben, wenn man seine Zukunft aufbauen will, mal den Weg anders zu gehen. Und dann super, was die toll gemacht haben. Super Trick. Sie können die Matratze bestellen, 2 Monate testen und können, wenn Sie die wollen, wieder zurückschicken. Wer schon mal eine 2 Meter mal 2 Meter Matratze bestellt hat? Die machen Sie auf, da ist immer so ein Aufkleber drauf, da steht drauf, nicht mit Schere, nicht mit Messer. Wo man denkt, wie denn sonst? Mit den Zähnen? Dann machen Sie das Ding auf und dann passiert ja Folgendes.
Die wird ja 600 Kilo schwer. Wenn ich die jetzt zurückschicke, wie denn? Nehme ich dann so Küchenrolle? Gehe ich mit der Küchenrolle? Ja. Also, aus der kleinen Geschichte, bitte mal mitnehmen, dass wenn ich eigene Träume habe und eigene Ziele habe, egal ob das Selbstständigkeit ist, egal ob das sonst irgendwas ist, ja, mein Traum, ich weiß nicht, kennen Sie Megan Fox? Kennt ihr Megan Fox schon wieder? Fürchterlich. Ja, also, ist das, und man muss alles dafür geben. Manchmal kann das funktionieren. Aber was ich dann noch gefunden habe, als ich in meinem Keller mich weiter umgeschaut habe, ist etwas, und ich hoffe, da könnt ihr euch auch noch dran erinnern, und das ist wirklich ein Original. Wir haben ja früher diese sogenannten Wunschzettel geschrieben. Wisst ihr das noch? Also vielleicht habt ihr das nicht gemacht. Ist okay. Aber ich habe mal meinen Wunschzettel mitgebracht und den würde ich gerne vorlesen. Liebe Mama, lieber Papa, lieber Opa, liebe Oma, lieber Onkel, liebe Tante. Möglichst viele Leute mit in die Kiste reinziehen. Dieses Jahr habe ich nur einen Wunsch. Ich war sehr bescheiden als Kind. Ein Fahrrad. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, der spinnt ja. So ein Fahrrad kostet viel zu viel. Aber halt. Was ist das für ein Junge? Der war alleine. Der war ganz viel Zeit alleine. So jemand hat doch keine Freunde. Ihr könnt ja auch das Fahrrad mir zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammenschenken. Lösungsvorschlag. Über andere Geschenke freue ich mich auch, aber ein Fahrrad wäre mir schon am liebsten, weil mein Fahrrad ist ja, naja, total scheiße. Wer möchte denn seinen armen kleinen Sohn mit einem scheiß Fahrrad rumlaufen? Manche von euch, jetzt kommt das Wichtigste, werden wahrscheinlich mit Gegensätzen kommen. Einwandbehandlung. Wie, von Felix bekommen wir ja auch nicht viel, darum bekommt er auch kein Fahrrad. Ja. Es ist kein Fake, ne, was ich mir jetzt für heute, ich finde es selber immer noch seltsam. Aber Totschlagargument am Ende, immer im Vertrieb. Aber ich bin nun mal ein Kind, ich verdiene kein Geld. Also, um das Ganze mal so ein bisschen abzuschließen. Wenn man Träume hat, wenn ihr Ziele habt, wenn ihr Dinge aufbauen wollt oder eigenes tun wollt, dann gebt da bitte alles für. Akzeptiert aber bitte auch, wenn sich diese Träume und Ziele irgendwann einmal ändern und man anderes tut oder anderes macht. Und genau wie der, der den Schokoladenkuchen verkauft hat, muss man eben für diese Ziele auch hart arbeiten. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass es manchmal nicht weitergeht, da kann jeder Selbstständige ein Lied von singen, muss man alles für diese Geschichte sozusagen tun und arbeiten. Und als letztes zu dieser kleinen Geschichte. Jeder von euch sollte sich diese Woche mal hinsetzen und sich selber einen kleinen Wunschzettel schreiben. Wenn man denkt, das ist doch albern, warum soll ich das machen? Sich selber mal seine Träume aufzuschreiben, seine Ziele aufzuschreiben, das aufzuschreiben, wo man später mal gerne sein will, ich finde, das hilft ungemein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Felix Tönnesen, du hast die Bühne gerockt, ich fand's großartig. Und du, der du gerade zuschaust, wie fandst du's? Bitte kommentiere doch. Und finde heraus, wie gut du nicht nur im Marketing bist, sondern auch in anderen Bereichen, die dein persönliches Business betreffen. Mach jetzt die kostenfreie Business-Erfolgsanalyse.